Jo, hallo zusammen, wir sind zurück auf Berg, haben natürlich wieder mal ein bisschen was zu tun. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Kampf, checken hier erstmal die Lage und gucken, was hier heute am Ende so geht. Ich hoffe natürlich, dass wir den nächsten Sieg nach Hause holen können. Zwei Gegner haben wir erstmal, aber insgesamt sind drei Wellen am Start, das müssen wir uns natürlich merken, darauf müssen wir natürlich achten, um am Ende dann hier eventuell den Sieg nach Hause zu holen. Der hat natürlich gesessen. So, dann würde ich sagen, hauen wir den hier erstmal auf. Und dann hauen wir den noch gleich mal weg. So, dann haben wir noch einen Gegner in Welle Nummer 1 am Start. Gucken, was der am Ende so reißen kann, ob der uns noch gefährlich wird oder eher weniger. Klar, die nächsten zwei Wellen sind natürlich entscheidend. Von daher müssten wir jetzt natürlich irgendwie darauf achten, dass wir hier irgendwie uns ein bisschen schonen. Aktionspunkte technisch werde ich natürlich nicht so viel auf den Kopf kloppen, weil ich die natürlich für die nächste Runde brauche. So, dann greifen wir hier erst nochmal an, gehen jetzt gleich nochmal rauf und dann müssten wir eigentlich in der nächsten Welle ganz relativ gute Karten haben, also denke ich, hoffe ich jedenfalls. Meine Aktionspunkte technisch haben wir natürlich erstmal ein bisschen Luft, da könnten wir jetzt natürlich die Aktion hier aufhauen. Ich würde sagen, machen wir auch erstmal. So, der war auf jeden Fall mega wichtig. Klar, der Gegner ist jetzt nochmal dran. Ne? Kann natürlich jetzt nochmal austeilen. Aber ich glaube, das sieht erstmal soweit relativ gut für uns aus. So, ausgewichen sind wir auch noch. Das heißt natürlich, wir sind dran. Können jetzt erstmal gucken, wen wir hier ausschalten wollen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den hier. So, dann hauen wir den hier weg. Und dann würde ich sagen, kloppen wir den hier auch gleich nochmal weg. So, dann sieht es erstmal relativ gut aus. Also ich brauche mir jetzt erstmal nicht so wirklich Gedanken machen. Würde ich sagen, werden wir uns erstmal heilen. Klar, wir hauen alle Aktionspunkte auf den Kopf. Das ist vielleicht nicht so schlau. Ich würde sagen, wir greifen so erstmal an. So, jetzt sind wir in der letzten Welle, können jetzt natürlich gucken, was machen wir, wie agieren wir. Oh, der hat gesessen. Jetzt könnten wir eigentlich mit der Aktion punkten, aber ich würde fast sagen, das lassen wir. Wir machen das anders. Wir greifen den hier erstmal an. So, dann könnten wir die Aktion hier raushauen. Damit blockieren wir die Spezialattacken des Gegners. Wäre natürlich ohne Option. Würde ich sagen, machen wir. Weil so haben wir natürlich bessere Chancen, weil der Gegner natürlich nicht ganz so harte Attacken am Start hat. So, dann würde ich sagen, legen wir erstmal los. Wir werden erstmal die Aktion hier raufhauen. So sieht's aus. Ich glaube, das war relativ sinnvoll. So, dann würde ich fast sagen, hauen wir den noch gleich mal weg. Jo, dann haben wir erstmal ihn ausgeschalten. Das heißt natürlich, wir haben nur noch zwei Gegner am Start. Die können jetzt natürlich vollkommen ausrasten. Kloppen wir natürlich auch gleich mal ihn weg. Das ist natürlich auch nicht ganz so schön. Ich würde sagen, wir werden die Aktion erstmal raufhauen, greifen erstmal an. Der Ene weicht aus, alles klar. Aber wir sind natürlich erstmal wieder ein bisschen geheilt. Das ist, glaube ich, relativ wichtig für uns, um am Ende hier den Sieg nach Hause zu fahren. So, dann hauen wir den erstmal weg. Haben jetzt nur noch einen Gegner am Start. Klar, ihr seht natürlich, dass der einen starken Angriff hat. Aus dem Grund würde ich sagen, werden wir auch erstmal ein, zwei Aktionspunkte raufhauen, um natürlich uns selbst einen starken Angriff zu holen. So, was können wir dann machen? Ich würde sagen, den hauen wir hier so nochmal rauf
Und dann sieht es eigentlich relativ gut aus für uns, wenn wir jetzt durchkommen. Jo, so sieht's aus. Den Sieg haben wir in der Tasche. Die Welle haben wir auf jeden Fall bezwungen. Ich muss sagen, ich bin froh. Ich bin absolut zufrieden mit dem Ergebnis. Von daher haben wir hier alles richtig gemacht. So, jetzt können wir hier nochmal am Rad drehen. 25 ml Fisch, die nehmen wir natürlich erstmal mit. So, dann schließen wir das erstmal wieder. Sind hier erstmal so weit durch. Hallo? So, und können dann natürlich gucken, was hat Johann hier vor uns. Können wir hier zuschlagen, da würde ich sagen, holen wir uns den Gegenstand. Dann können wir gleich mal bei unserem Ohnezahn nachgucken, was hat der vor uns. 5 ml Holz, gut, okay. Ist natürlich jetzt nicht so cool, da würde ich sagen, lassen wir den gleich nochmal ein bisschen was suchen. Nehmen wir den Gramwühler und suchen den einfach für 4 Stunden. Ich hoffe natürlich, dass da was geht, dass wir da am Ende irgendwie ein bisschen Glück haben. So, das haben wir erledigt. Dann können wir natürlich noch ein paar Materialien einsammeln. Ich würde sagen, das werden wir auch gleich in Angriff nehmen. Außerdem haben wir auch noch ein paar Drachen, die wir natürlich noch aufleveln können. Außerdem können wir weitere Drachen trainieren, zu Valka schicken. Also wie gesagt, wir haben wieder mal eine ganze Menge hier zu tun. Ich weiß natürlich nicht, ob wir alles heute erledigen oder ob wir uns ein bisschen was für nächste Mal lassen. Also wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Wir checken hier erstmal unsere Drachen ab. Schicken natürlich dann unsere Legendären natürlich auch gleich nochmal los. Holztechnisch sieht es auf jeden Fall gut aus. Könnten wir hier eigentlich auf jeden Fall den Kollegen nochmal losschicken. Für 360 Mille Holz. Ich würde sagen, das machen wir. Sammeln natürlich das nächste Eisen ein. Nämlich Eisen brauchen wir ohne Ende, um unsere Akademie auszubauen. Aus dem Grund würde ich sagen, werden wir da erstmal ein bisschen sparen und gucken, was dann am Ende geht. Ich meine, wer von euch hat vielleicht die Akademie schon ausgebaut? Würde mich mal interessieren. Also ich habe hier mein Eisenlager jetzt ausgebaut. Brauche jetzt natürlich noch ein bisschen was, um meine Akademie auszubauen. Ihr seht schon, 80 Eisen brauchen wir. 6 haben wir am Start. Das heißt natürlich, oh, da ist natürlich auch noch eine ganze Menge zu tun. So, dann können wir noch den einen oder anderen aufleveln. Hier haben wir Huhn auf Level Nummer 66. Ich würde sagen, Huhn werden wir erstmal gleich nochmal füttern und gleich nochmal trainieren für 6 Stunden. Nö, da suchen wir uns einen anderen. Können wir uns einen anderen dann am Ende aussuchen. Ich denke, das ist sinnvoller. So, dann haben wir hier den schnellen Stachel. Den können wir für jeden Tag trainieren. Ich würde sagen, das ist sinnvoll, das werden wir machen. Kostet auch nicht ganz so viel Holz, weil die Wahl. So viel haben wir hier natürlich auch nicht mehr am Start. Von daher denke ich, war das natürlich auch sinnvoll. So, den könnten wir natürlich nochmal losschicken zu Valka. Wäre ohne Option, aber ich würde sagen, wir drehen vorher hier mal kurz am Rad und gucken. Oh, hier wurde wieder mal nichts. Hier haben wir auf jeden Fall wieder mal richtig Pech gehabt. Dann würde ich sagen, ja, schicken wir den nochmal für 15 Stunden los. Ich denke, das ist die sinnvollere Variante. So, was haben wir dann noch? Können wir den noch ein bisschen pimpen? Und dann können wir den für jeden Tag trainieren. 88 Mille konnten wir uns auch noch leisten. Aber für viel mehr reicht es am Ende nicht. Ich weiß nicht, was kostet Huhn. Das können wir uns auch noch leisten. Dann werden wir das noch in Angriff nehmen. Und dann haben wir natürlich noch einen Slot frei. Da könnten wir uns hier natürlich auch noch einen suchen, wenn wir ihn finden. Aber ich glaube, für 6 Mille, da werden wir nicht so wirklich ihn finden. Da könnten wir hier unten mal gucken. Die sind alle auf 51. Das könnten wir uns noch leisten. 7 Stunden bisschen, dann würde ich sagen, könnten wir das auf jeden Fall, aber den Gratnaller könnten wir eigentlich machen. Ich würde fast sagen, das werden wir auch in Angriff nehmen. Was würde das kosten? 28, das können wir uns natürlich nicht leisten. Würde ich sagen, wenn wir hier zuschlagen, werden wir den noch trainieren, dann haben wir natürlich wieder mal 4 Drachen im Training. Hier haben wir noch unseren Feuerwurm im nächsten Level auf Level Nummer 55. Können wir auch erstmal weiter pimpen. Könnten natürlich auch nochmal trainieren, aber das hätten wir uns so oder so nicht leisten können. Von daher haben wir hier alles richtig gemacht. Sammeln jetzt natürlich hier noch den Kürbis ein und sind dann für heute auch erstmal so weit durch. Haben alles erledigt. Den Rest machen wir dann im nächsten Let's Play, würde ich einfach mal vorschlagen. Wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.
Jetzt könnt ihr das Video noch teilen, einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Bei Fragen kannst du gerne kommentieren und anschließend natürlich abonnieren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.